kurz. Ich spreche sicher nicht so lange. Ich heiße Cecilia Meyer. Ich bin bereits 3 Friedensradtouren gefahren. Die erste Etappe war bei der ersten österreichischen Friedensrad 2009. Bin ich von Wien bis Istanbul mitgeradelt. Ich habe nicht länger frei bekommen. Die zweite war 2011 von Wien nach Sarajevo und letztes Jahr war Wien-Turin auf dem Plan und dieses Jahr radeln wir am 20. Juli von hier weg nach Konstanz. 100 Jahre Geschichte, 100 Jahre Erster Weltkrieg. Alle 2 Weltkriege haben mit der österreichischen Geschichte zu tun. Und für nächstes Jahr steht eine viel größere Tour auf dem Plan, von Berlin über Auschwitz, Slowakei, Österreich und die Balkanstaaten, Griechenland, Türkei, Zypern nach Jerusalem. 9 Wochen. Und ich schreibe Gedichte und ich werde euch eins vorlesen. Das schrieb ich nach der ersten Friedensradfahrt. Spuren der Geschichte. Jedes Land hat seine Geschichte, jeder Mensch trägt Spuren in sich. Verborgene und offensichtliche. Die Vergangenheit prägt hinterlassene. Ich muss noch eines sagen, mir ist meine Brille kaputt gegangen. Ich lese ohne Brille. Ist ein bisschen schwierig. Hinterlässt Spuren der Vergangenheit. Blut getränkt die Erde. Gebeine liegen verscharrt unter der Erde, Massengräber, Leichenberge, vergraben, zugedeckt, versteckt. Darf, ja, bitte, wäre nett, weil ich kann nicht gescheit lesen. Okay, danke fürs Fragen. So. Darf ich noch mal anfangen, dann geht's zügiger. Also Spuren der Geschichte. Jedes Land hat seine Geschichte, jeder Mensch trägt Spuren in sich. Verborgene, auch offensichtliche. Die Vergangenheit prägt, hinterlässt Spuren der Vergangenheit. Blut getränkt die Erde, Gebeine liegen verscharrt unter der Erde. Massengräber, Leichenberge, vergraben, zugedeckt, versteckt, Ermordete, Vermisste. Grausame Spuren zeugen davon. Zerstörte Häuser, Ruinen, Einschüsse an den Mauern, schiefe Flaktürme, gespenstische Atmosphäre, menschenleer, unbewohnt, Dörfer, Städte, Häuser. Was mag hier wohl passiert sein vor geraumer Zeit, als sich die Fronten verhärteten? Mord, Grauen, Tod, Schlachtfeld, Zerstörung, Trümmerhaufen, Flucht, Angst ums Überleben, ohne Habseligkeiten. Zurücklassen die Wurzeln, das traute Heim, sich retten, um zu überleben. Nichts, nicht ins Kreuzfeuer zu geraten, davon schleichen. Das Drama, die Tragödie nimmt wohl kaum ein Ende. Trauer spiegelt sich in den Augen der Kinder, Schock raubt den Atem über Gräueltaten. Wenn der Menschenverstand versagt, wird der Mensch grausamer als ein Tier, schlachtet sogar die eigene Spezies hin. Wie lange bedarf es der Heilung vergangener Erlebnisse wie Kriege, Mord, Tod, Trauer, Versöhnung, Hoffnung schenken? Warum sind die Menschen nicht fähig, ohne Kriege miteinander auszukommen? Was sollen sie bezwecken? Wollen sie in die Geschichte eingehen mit grausamen Taten? Danke. Und falls jemand Lust hat, am 20. mit uns hier einen Schweigekreis zu gestalten, wir fahren am 20., also wir Friedensradfahrer treffen uns hier am 20. Juli um 9 Uhr und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei sein würdet. Danke.